Guten Abend miteinander. Mein Name ist Baumgartner von der LAVA. LAVA, das ist Dienststelle für Landwirtschaft und Wald. Intern brauchen wir die Abkürzung LAVA noch gern für unser Arbeitsmotto, das hier lautet: Landwirtschaftliche Anträge werden immer und überall abgelehnt. Wie Sie vielleicht wissen, zahlt der Bund in den Bauern Subventionen für die Landschaftspflege. Obstbäume pflanzen, traditionelle Heuhäufen vom Feld vergären oder Lattenzäune bauen. Für all das gibt es Geld. Unsere Aufgabe bei der LAVA ist jetzt, die Lattenzäune zu kontrollieren und gleichzeitig auch unsere Dienststelle in der Bevölkerung ein bisschen vorzustellen. Jetzt, damit Sie sich das Ganze ein bisschen plastischer vorstellen können und auch mal so einen korrekt gebauten Lattenzaun in live sehen, kann ich meinen Lehrling etwas Kleines vorbereiten. Bub, du kannst jetzt reinkommen! Voilà, das wäre jetzt so ein Lattenzaunen-Prachtexemplar. Bub, sagst du Grüezi? Grüezi miteinander. Mein Name ist Richi und ich habe Lotter an den Füßen. Jetzt doch nicht so stierig, Bub. Wissen Sie, weil die Luzerner Bauern letztes Jahr 25 Kilometer von diesem Lattenzaun hier verbaut haben, müssen wir halt einiges an Weg zurücklegen. Das Tragische ist ja, dass die meisten Bauern nur so Zäune bauen, weil sie pro Meter Zaun 10 Franken Direktzahlungen bekommen. Die Bauern sagen ja selber, dass der Keim nur in den Weg kommt. Stimmt. Aber irgendwie müssen unsere Bauern auch noch ein bisschen Geld verdienen und überleben. Ja schon, aber nur weil wir Krankenkassen eine Darmspiegelung zahlen, dann renne ich auch nicht gerade zum Doktor. Bub, Respekt vor unseren Bauern. Ich habe grossen Respekt. Ich hätte selber fast von den Bauern. Du und die Bauern? Wieso denn das? Das ist ganz einfach. Weißt du, was macht der Bauer nach dem Mittagsschlaf? Nein. 10 vor 10 schauen. So ein Seichbub. Bauer ist ein 200% Job. Mähen, mischen, mähen und dann noch zäunen. Da ist immer etwas zu tun. Ja, das hat es halt davon, wenn sie sich keine Hilfe holen. Der Bund will ja schon lange, dass sie Asylbewerber würden darstellen. Das wäre mal eine sinnvolle Idee. Das würde nämlich in beiden Parteien gut tun. Ja, aber die in Bern oben tun das einfach viel zu schlecht vermarkten. Die brauchen den passenden Werbespruch. Und du hättest sicher noch so einen passenden Werbespruch auf Lager? Ja. Stellst du an, eine auf der Flucht, musst du nicht zur Bauerledigung suchen. Also die richtigen Vollblut-Bauern, die gibt es ja heutzutage fast nicht mehr. Im Zeitalter, wo der Bauer als Landschaftsgärtner eingesetzt wird, da muss man aber richtig innovativ sein. Genau. Ich kann sich ein Beispiel nehmen am Freiwiesel. Der hat sich ein weiteres Standbein aufgebaut und ein Jahr lang das Gärtner gewirtet. Seine Hauptbeschäftigung hat er in dieser Zeit pausiert als FC-Trainer beim 3. Doch jetzt, wo er wieder Zeit hat, müsste er scheinbar nicht mehr haben als Trainer. Was? Der Wieso als Trainer abgesetzt? Das ist ein Skandal! Ja. Er sagt sogar, es soll keine Abstimmung gegeben haben. Es hat auch keiner getraut, sich öffentlich gegen Wieso zu stellen. Du, Bub,
gut, müssen wir beim Wieso aber eigentlich auch noch die Latte kontrollieren. Gut, der Zaun! Ja, nein, er hat keinen. Aber wir munkeln ja, dass der Wieso nur, um an die Rechtszahlungen zu kommen, einen Lattenzaun baut für seine Bibali. Ja, das würde auch Sinn machen. Apropos Einnahmequelle. Ich habe jetzt mein Erspart in ein Solarpanel auf dem Dach von der HPS investiert. Sehr schön, Bub. Und was hast du für das Solarpanel gezahlt? 680 Franken. Das wäre dir besser als auf der Bank. Bub, sag, bei wem hast du gelernt rechnen? Beim Häusergang und beim Puma. Das erklärt ja einiges, hä? Schau jetzt, Bub. Für dein Solarpanel, das du hier gekauft hast, kommst du von der CKW jedes Jahr etwa 44 Franken über. Jetzt, durch deine Investition, die du hier geleistet hast, die rendiert sich da damit etwa in 16 Jahren? Ja eben, 16 Jahre. So lange rechnet der Häuser und der Puma für den Verkauf des alten Sportrock. Ja, und wenn wir schon gerade bei den Fehlkalkulationen sind, unserem geliebten Pam ist schlussendlich jetzt doch auch noch die Luft ausgegangen. Ja, ist mir gerade recht, was der zugemacht hat. Das habe ich nicht mehr zum Anschauen. Vor allem nur eins, zwei Stück im Regal. Also ich bin aber noch gerne in den Pam einkaufen. Da ist in mir immer so ein Feriengefühl aufgekommen. Das hat mich ein bisschen erinnert an meine Studienreise in die Sowjetunion. Jetzt kommt auch wieder mit dieser Studienreise. Gut, du hast doch letztes Mal am Weihnachtsessen so eine wunderbare russische Volksweise vortragen auf deiner Balalaika da. Kannst du die noch? Ja, ich glaube, sie sind Moll und passt zum Traurigend vom Pan. Wie soll es auch dort jetzt noch weitergehen? Also ich muss sagen, ich habe da schon eine kleine Idee, was wir in dem Pam unten noch alles so könnte machen. In 10. Der Pam wär noch zu haben jetzt, dort hätt es Platz für ne Autobahnraststätte. Für jeden erschöpften Geisburger, wo beim Lidl unten gekauft hat. Ja, und weil uns als Dienststelle für Landwirtschaft und Wald auch der Einsatz und die Erhaltung von einheimischem Holz am Herzen liegt, so trifft uns natürlich jede mutwillige Zerstörung von unserem nationalen Baumaterial. Wir wollen der Polizei nicht reinfunken bei ihren Ermittlungen zum Fall Untertürli. Aber wir wollen es nicht lassen, unsere Beobachtungen hier jetzt mal mitzuteilen. Also was man ja schon weiss, ist, dass der Peter Johnny hier, der Optiker, das ist einer der ersten am Tatort Untertor gesehen. Ja, kein Wunder. Und wenn Johnny den Klapp gehört hat, hat er auch wieder gemeint, dass er ihm wieder einen Jusigang reingeschissen. Warum könnte ich mir Johnny auch als Täter vorstellen? Boah, bist verrückt, doch nicht der Johnny, unser ehemaliger Feuerwehrkommandant? Eben gerade darum. Als alter Feuerwehrkommandant hätte er vielleicht testen, ob die Fusion mit der Feuerwehrgärten noch etwas gebracht hat. Nur darum, nur dann ist ihm das Ganze ein bisschen aus den Händen geraten. Nein, ich denke doch eher, dass es einer der Konkurrenten des Untertürli war. Du meinst einen aus dem gleichen Segment? Ja genau, einen, der zu Willisau alte Pizza verkauft. Gut, dann können wir eigentlich bald nur noch den Sternenbrünn und den Leuenbärti ausschliessen. Ja, weil in Möhren gibt es ja seit neuestem Mal Pizza. Was könnten denn echt die beiden neuen Möhrenpächter für ein Motiv gehabt, das Untertürli anzuzünden? Vielleicht wollten sie es eliminieren, weil es dort die schöne Gartenterrasse hat. Ja,
und wie steht's denn mit dem Ringli Pizza-Kurier? Ja, der ist vielleicht eifersüchtig, weil er gar keine Gartenterrasse vermag. Und dann wäre noch die Frau Daffusco im Schlüssel? Die liebe Frau ist sicher nicht gesehen. Die hat nach dem Auftritt bei Minibates, Minibates andere Brände zu löschen. Dann bleibt noch der Menzel. Ja, der läuft zu gut. Ja, aber wer könnte es denn sonst noch sein? Ja, gibt es denn noch einen im Städtchen, der Pizza macht? Einen, der unzufrieden ist? Einer, der das Gefühl hat, dass immer alle gegen ihn sind? Einer, der für die Gäste nicht immer Feuer und Flammen ist? Ein Moment, nur er sei der Hirsche auf dem Platz. Also eine Augenzeugin wollte ja gesehen haben, wie sich jemand vom Brandplatz entfernt hat und sich verhalten hat, als würde er sich sagen, hoffentlich fallst du nicht auf. Das ist auch der Traum mit dem Untertür. All den Flammen zum Opfer gefallen ist die wunderbare Bierlasurdecke aus dem 19. Jahrhundert. Mich dunkt, das hat beim Städt ein anderes Gebäude fast so schlimm getroffen. Er muss aussen dran. Welches meinst du, Bub? Das neue Segristenhaus. Bub, dem sagt man Denkmalschutz. Aber la pap. Die haben auch recht lang gehabt, bis sie passende Mieter gefunden haben. Aber jetzt ist immerhin jemand eingezogen. Stimmt, ein Berner und ein Deutscher. Aha. Und geheiratet sind so? Ja klar, das war sicher eine Voraussetzung, um in dem Segristenhaus zu wohnen. Und die Wohnung haben sie bei Comparis gefunden. Du weißt ja mehr über die als in einer LAP. Sie arbeiten seit dem Februar im Luzerner Theater. Und er ist als Tontechniker. Ich sag aber, kennst du die? Ah nein, das findest du alles auf Facebook. So, du bist also auch einer von denen in der Luzerner Verwaltung, der während der Arbeitszeit im Internet am Surfen ist. Ja, musst du informieren, oder? In ihrer neuen Wohnung hat sie übrigens schon ein Foto gemacht mit 3 Mitgliedern vom Killerrat. Und das Foto, das findet man auch hier in diesem feissen Buch. Nein, das findet man heutzutage auch schon im Bett. Ja, für den Fall, dass uns das geschätzte Ehepaar jetzt gerade würde zulassen, wir wissen, dass die 2900 Schweizer Franken Mietzins ein Haufen Geld sind und könnten allenfalls ein bisschen Abhilfe schaffen. Genau. Der Lustgarten hinter dem Haus würde natürliche Aufwertung gut tun. Bauen Sie doch dort so einen wunderbaren Lattenzug. Ja, und als Willkommensgruß möchten wir für das Sigrische Hauspaar jetzt gerade ein bisschen Musik machen. Bub, das mal fröhlich in Dur. Chef, ich kann nur sehen. Das Segrischte Haus ist neu gestaltet. Doch etwas hat's wohl noch mahnt. Als hätte ich noch grad höchst persönlich. Der Pienzberg in die Fassade plant. Apropos Bauen und Planen. Ich habe gehört, Sie können hier bald darüber abstimmen, ob es im Schloss Feld oben so ein Puff geben soll. Du bist wahnsinnig! Woher hast du jetzt das wieder gehört? Der Hodelwend hat an der Gemeindeversammlung für ein Etablissement geworben mit dem Titel Bettsport. Das wird, denke ich, die neue Sportlerunterkunft im Freizeitzentrum oben. Die heisst Bad and Sport. Sag, wo hast du gelernt lesen? Also nachher fange ich an beim Schallerseppi.
das erklärt ja einiges hier. Daher musst du also deinen Scharfsinn haben. Du nur spotten, Chef. Das Happy hat einem der gesamten Böttu-Redaktion den meisten gezeigt. Du meinst, weil seine Lesebriefe mehr Beachtung finden als so manche Leitartikel? Nein, die Geschichte vom Edu-Weiss-Hömmli-Verbot an der Schule, die nachher in der ganzen Schweiz für Schlagzeilen gesorgt hat, die hat der Seppi in einem Leserbrief enthüllt. Der Seppi weiss halt immer, wo an der Schule den Schuh drückt. Und zum Beispiel hat er auch noch aufgedeckt und kritisiert, dass an der BBZ der Kopierapparat zu viel gebraucht werde. Ja, wahrscheinlich wollte er einfach vorbeugen, dass seine Leserbriefe nicht kopiert werden. Als Anschauungsmaterial im Fach Rechtsschreibung. Ja, und wie Sie vielleicht wissen, ist unsere Dienststelle auch für die Fischer und die Weidmänner zuständig. Hast du gewusst, dass sich im Hinterland eine Bösejägerin umtreibt? Was für eine böse Jägerin? Sie heisst Emmy. Ist sie da wilder? Sozusagen. Sie hat irgendwo den Kunzi sie aus dem Apfelmilch AG verjagt. Und wenn wir schon bei den starken Frauen sind, da ist doch noch eine andere Berühmtheit da hinten daheim. Also ihr Sohn hat die Grütertricks dann nicht selber auf Grosslangen transportiert. Da hätte der Willi müssen schleppen. Nein, Bub, ich meine nicht so stark. Ich meine, denk die neue starke Frau beim Böttu. Die herrscht ja jetzt dort über einen Verlag, Druck, digital und über einen Galli. Aha, das erklärt einiges. Der hat auch einem Galli zuerst befohlen, er müsse das Sumpfpräsidium abgeben und dann auch noch gerade verboten, nächstes Jahr wieder an die Schnitzelbank zu gehen. Du meinst ganz nach dem Motto, mehr schaffen statt steffen? Ja, das ist das. Ja, und zu Ehren von diesen beiden wunderbaren Sprüchler möchten wir jetzt noch mal eins anstimmen. Das mal als leider wieder im Moll. Chef, ich kann nur sehen. Wir singen jetzt vom Galli seiner Muse. Lotto, ruft öpper im Säli. Als Preis gibt's viel Gutes in den Sack. Kann ich den umtauschen? Fragt jetzt der Gewinner. Ich heisse Schwägler Maggi und hab den selber eingepackt. Chef. Ich hätte noch etwas müssen sagen. Was, Bub? Kommen wir im Büro etwa den Telenapf nicht mehr über? Er hat einfach mal einen halben Tag nicht gesendet. Also auf den halben Tag kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, wenn sowieso alles 5 Wochen zu spät gezeigt wird. Ja, aber nein, ich habe vergessen, Parkour noch zu zahlen. Bub, Hurensie, ich bist verrückt. Sag tschau, wir müssen gehen. Auf Wiedersehen, ade miteinander. Ade miteinander. Ja, ganz herzlichen Dank mit dem Monty und der Mischa. Oh, schnell!